Hartes, widerspenstiges Drahtgewebe durchtrennt Liz Miels Kartoffel, um daraus voluminöse Objekte zu formen. Die Künstlerin bändigt das stachlige, chaotische Gestrüpp, sodass ihre Skulpturen von weitem wolkig und schwebend erscheinen. Immer wieder setzt sie sich dabei mit dem Möbiusband auseinander, das kein Außen und kein Innen, kein Oben und kein Unten hat. Ich bin ein Mensch. Ich hätte es am allerliebsten, die Menschen wären alle gleichberechtigt. Und man könnte Gerechtigkeit walten lassen. Das ist ein bisschen was, was dieses Band mit Innen und Außen für mich so symbolisiert. Und deswegen habe ich es in den unterschiedlichsten Materialien gearbeitet. Die Bildhauerin, die an der Kunsthochschule in Weißensee studiert hat, arbeitet mit unterschiedlichen Materialien wie Stahl, Draht, Stein und Holz. Der Gegensatz zwischen Schwere und Leichtigkeit vereint sich in ihren fragil wirkenden Bronzeskulpturen. Den Brandenburgischen Kunstpreis in der Kategorie Plastik erhält sie 2019 für eine Arbeit aus Acryl. Inspiration ist meistens schon in der Natur, in der Verbindung zu einem vielleicht auch oft philosophischen Hintergrund, was mich dabei interessiert. Anachronismen interessieren mich, aber die Form an sich kommt tatsächlich immer wieder aus der Natur. Da finde ich es. Organische Formen verbindet die Künstlerin mit geometrischen Strukturen. Ob russische Birkenwälder oder Abdrücke auf Asphalt. Auf Reisen skizziert Liz Miels Kratochwil ihre Entdeckungen und lässt sich davon beim Malen und Zeichnen auf großformatigen Flächen inspirieren. Neben ihrer freien Tätigkeit arbeitete sie über Jahrzehnte in Berliner Gefängnissen künstlerisch mit Inhaftierten. Da ich sowieso schon immer viel fotografiert hatte und auch viel mir aufgeschrieben hatte an unterschiedlichen Vorkommnissen oder Dinge, die mich berührt haben, habe ich dann dieses Buch mit den Porträts von den Inhaftierten gemacht. Und am liebsten hätte ich die Beamten noch dabei gehabt, die haben das aber nicht so gerne gesehen. Und habe das als Abschlussprojekt betrachtet. Durch die intensive Zusammenarbeit hat Liz Miels Kratochwil Einblicke in die Biografien, Gedanken und Sorgen der Inhaftierten bekommen. Wie es ihnen geht, weiß die Künstlerin, die auf einem Hof in Berlin-Blankenfelde lebt und arbeitet, nicht. Nur, dass alle inzwischen wieder in Freiheit sind.